Hallo und herzlich willkommen bei Alexander LP Let's Play Train Simulator 2019 mit U-Bahn Frankfurt 2 mit Typ 4 der Linie 1. Genau. Da ist die Stück Stein 1. Verdrehung zu diesem Part 3. Deswegen. Verstehen. Ah, 2 habe ich auch nicht. Zack, war weg. Okay. Dann drücken wir jetzt E. Und drücken warte, V fürs Licht in Beleuchtung. Genau. Und auch unsere Fahrer. Ja, bei der Typ U4 müsst ihr dann auch genauso so eingeben wie die Typ U3 sowie 5 und was weiß ich dazu. So, wir geben erstmal hier unser Pen ein. So, setzen wir uns hin. Kurs ist egal, was ihr hier eingibt. Ich gebe zum Beispiel 1 ein, weil es zu 1 passt. So gut. Jetzt geben wir Ziel ein. Da können wir mal gucken. So, wir fahren von Südbahnhof nach Ginnheim. 7 mit 11. So. 7 mit 11. Okay. 7 1 2. Okay. Ziel. Gut. Nochmal. 7 1 2. Okay. 7 1 1. Okay. Ah, nach hinten. Guck, da steht es. Super. Warte mal, löschen wir das alles nochmal. So. Gelöscht. Jetzt gehen wir erstmal kurz wieder ein. Wir haben keinen Fahrplan, das ist schon gut. Ah ja, alles klar. Löschen. 0, 1, 91, 7, 1, 2, 7, 1, 1. So. Übernauf nach Schweizer, wenn wir nachgehen. Genau, so haben wir es. Jetzt haben wir ein bisschen heute lange gebraucht, aber egal. Dafür sind wir auch da, dass wir uns auch im Zug. Dann zeige ich euch auch super noch praktisch. So, fein nach vorne mit B und mit A. Da geht jetzt den Sound. Taste 8, weil also den Zug ist an der U-Bahn
VGF natürlich. Hat der Alter das auch sehr schön gemacht. Ich hoffe, dass wir auch die Bahn nicht gefahren sind. Ja, diesmal 3 davon. Genau, ich bin jetzt mal besser. Okay, Trimsimulator ist leise. Alles klar. So, jetzt trimmen wir einfach E. Geht automatisch. Das sind alle meine Freunde, die jetzt genau über Steam praktisch. Ich muss sagen, dass U-Bahn Frankfurt 2 eher mir mehr gefällt als U-Bahn Teil 1. Also die erste Varianten, die wo mir alle gefahren sind, also 5 natürlich und PTP und was weiß ich jetzt. Aber U-Bahn Frankfurt Teil 2 echt 2 U-Bahnen geliefert werden mit. Dass wir auch echt sagen, wir können einzeln. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und die Aufgaben wurde auch geändert. Sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Deswegen freue ich mich immer mit euch, dass auch extrem macht oder was weiß ich jetzt. Nur das Sound-mäßig rein. Keine Twix-Fix mehr drin, also von Twix-Fix, sondern ja, genau, weil es ein Update kam von Rechata und das habe ich mir installiert. Ja, und dann kam das alles zack auf schwarzes Bild. Und deswegen habe ich mir gedacht, na ja, machen wir einfach Twix, sieht auch geil aus.
Station Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nicht in der Lage ist, das zu machen. Genau.
U1 war früher mal A1. Die ist dann, glaube ich, 1966 oder so, keine Ahnung. Könnt ihr einfach mal runterschreiben, wann U1 gab. Dann kamen alle U2, U3 und so weiter. Aber nur, dass es A1 ist. Dass der Zielfeld im Fall nach rechts, also nach links, nee, nach rechts und hier den Fall nach links. Genau. Hügelstraße fahren ja auch zwei Bussen, einmal die 69 und einmal, keine Ahnung mehr, was es war, aber egal. Oh, alles sehr, sehr scharf.
Nächste Station, Lindenbaum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Könnt ihr dann die U2 und U3. Ne, U3 nicht, dann könnt ihr bis Zeitweg fahren.
entsprechen einem Zug der Linie U1. Zur Weiterfahrt in Richtung Oberursel-Hoher Mark mit der Linie U3 oder in Richtung Redberg mit der Linie U8 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 29. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vögel zwitschern. Nächste Station, Nordwestzentrum. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 29, 60 und 72. Sowie zu den Regionalbussen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
manchen U-Bahnen von U1 halten hier dann an, also ist dann Endstation und dann fahren die Level, wo wir jetzt gleich vorbeifahren. Also, das nennt man Abstellgleis, genau. Da hinten sieht man ja schon auch den Fernsehturm von Gelenheim und ja, genau. Ist auch sehr schön gemacht. Erfolgreich abgeschlossen. Bis dann. Tschüss.